Vor über 40 Jahren lag ich als Teenie mit einem Bänderriss im Spital. Damals hat man die Bänder noch zusammengenäht, operiert und ich hatte ziemlich Schmerzen. Meine Eltern waren auch in der Nähe und mein Vater hatte einen Auftrag, an einer Konferenz zu sprechen. Und ich dachte, dass meine Mutter auch mitgeht und war dann ganz überrascht, als sie mich am Samstag besuchte. Und da habe ich etwas gemerkt von der Mutterliebe. Sie hat sich entschieden, zu Hause zu bleiben und mich zu besuchen. Und das hat mich damals als Teenie sehr berührt. Heute feiern wir Muttertag und wir wollen unsere Mütter ehren. Verschiedenes wird geschrieben über Mamas und ich möchte euch hier zwei Kostproben geben. Mama, die Frau, die die ganze Familie zusammenhält, ihre Kinder bedingungslos liebt, ein absolutes Multitasking-Talent. Sie lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und ist für immer für alle da. Eine andere Kostprobe, eine Frau, die immer das Beste in ihren Kindern sieht und unendlich viel Liebe im Herzen trägt. Auch dann, wenn ihre Kinder sie an den Rand der Verzweiflung bringen. Sie erledigt ohne Probleme die Arbeit von 20. Kostenlos. Sie ist eine treue Begleiterin in deiner Kindheit und lässt dich auch danach niemals im Stich. Ein etwas idealisiertes Bild. Aber trotzdem, was wären wir ohne unsere Mütter? Durch die Schwangerschaft hat Gott eine einzigartige Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter geformt. Schon vor der Geburt spürten wir die Liebe der Mutter. Sie hat uns an ihrer Brust ernährt und versorgt. Sie hat uns getröstet. Sie hat uns ermutigt. Wer könnte nicht eine bessere Bezugsperson sein für kleine Kinder als die eigene Mutter? Als Gott Mütter erfand, hat er wirklich eine geniale Idee. Er hat ihnen eine überaus wichtige Arbeit, eine ehrenhafte Aufgabe zugeteilt. In der Bibel finden wir verschiedene Beispiele, wie Mütter fürsorglich für ihre Kinder sorgten. Ich denke da an Hannah. Aus dem 1. Samuel lesen wir ihre Geschichte. Sie war mit Elkana verheiratet und kinderlos. Und in der Kultur, in der sie lebte, war es eine Scham, als Ehefrau keine Kinder zu haben. Und das hat sie zu Gott getrieben. Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Gott erhörte ihr Gebet, sie gebar einen Sohn und Samuel war für sie ein ganz besonderes Geschenk. Im nächsten Jahr zog dann Elkana nach Silo mit seiner ganzen Familie, um ein besonderes Opfer dem Herrn darzubringen. Und dann steht in der Bibel, nur Hannah blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann, sobald der Junge nicht mehr gestillt werden muss, werde ich ihn mitnehmen und zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Hannah war sich bewusst, dass der kleine Samuel seine Mutter nötig hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch gewisse Bedenken hatte, dass sie dann Samuel dort lassen muss im Tempel, weil sie ihn Gott schenken wollte. Elkana zeigte Verständnis, ihm war es aber auch wichtig, dass sie das Gelübde, das sie vor Gott gesprochen hatte, einhalten. Er sagte seiner Frau dann, tu, was du für richtig hältst, erwiderte Elkana, bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. In der griechischen Übersetzung steht, dass der Herr dann auch hilft,
dein Versprechen einzulösen. Hannah stillte dann ihren Sohn wie üblich für mehrere Jahre und sie schaute mit voller Hingabe zu ihrem Sohn. Als er dann einige Jahre alt war, nahmen Elkana und Hannah den Samuel, den Jungen, zu Eli. Und dort stellte dann Hannah Samuel dem Propheten, dem Priester vor und sagte: Der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben soll er Gott gehören. Hannah ließ Samuel ganz bewusst los und vertraute ihn Gott und auch anderen Menschen an. Jedes Jahr ging sie dann nach Silo und brachte ihm ein neues Obergewand, das sie selber genäht hatte. Also obschon, dass sie den Sohn ziehen ließ, sorgte sie weiterhin für ihn und kümmerte sich um seine Bedürfnisse. Aus Samuel wurde dann ein großer Prophet und Richter. Obschon diese Geschichte sich in einer ganz anderen Kultur, in einem ganz anderen Kontext abgespielt hat, vor 3000 Jahren, können wir doch zeitlose Prinzipien daraus lernen. Hannah hat ihren Sohn ganz bewusst als Geschenk Gottes angenommen, als Geschenk Gottes betrachtet. Und auch der Psalmist schreibt: Kinder sind ein Geschenk des Herrn, wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Wir Menschen können planen. Gott ist aber Schöpfer. Er schenkt Leben. Bezüglich medizinischem Wissen hat die Menschheit seit der Geburt von Samuel immense Fortschritte gemacht. Es hat sich jedoch nichts daran geändert, dass der Gott der Bibel, der Designer, der Schöpfer eines jeden Menschen ist. Schon ein Embryo im Mutterleib ist ein menschliches Wesen, wo Gott auch dem Leib, dem wachsenden Leib, auch eine unsterbliche Seele zugefügt hat und geschaffen hat. Der Psalmist drückt dies aus im Psalm 139: Du hast mich mit meinem Innersten, mit dem inneren Menschen der Seele geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Lasst uns Ehrfurcht haben vor dem Schöpfer. Ehrfurcht vor werdendem Leben. Hannah kümmerte sich in den ersten Jahren liebevoll mit Hingabe um ihr Kind. Sie gab ihm sehr viel weiter für seinen weiteren Lebensweg. Und Samuel erlebte in den ersten Jahren Geborgenheit, Liebe. Seine Mutter lehrte ihn, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der ihn liebt, der für ihn sorgt und den auch Samuel lieben lernte und ehren lernte. Hannah ließ ihr Kind dann auch los und vertraute es seinem Gott und Schöpfer an. Ich leite jetzt von dieser Geschichte nicht ab, dass wir die Kinder nach ein paar Jahren weggeben sollen. Es kommt doch der Moment, wo jede Mutter, jeder Vater das Kind ganz bewusst auch loslassen muss. Gott hat uns Kinder für eine bestimmte Zeit anvertraut, eine bestimmte Wegstrecke, und er braucht auch andere Menschen, um unsere Kinder zu prägen und sie heranwachsen zu lassen zu wunderbaren Menschen. Im Leben von Samuel erkennen wir, welch großen Einfluss sie auf ihr Kind, also die Mutter auf ihr Kind, hatte. Mütter, ihr habt eine äußerst wichtige, lohnenswerte Aufgabe. Eine Mutter schrieb einmal: Mütter haben den härtesten Job der Welt. Sie stehen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung. Das ist eigentlich allen klar, die selbst Kinder haben
oder die länger als ein paar Minuten mit Kindern verbracht haben, die nicht die eigenen sind. Es sind Mütter, nicht die Väter, die Tag und Nacht an das Wohlbefinden ihrer Kinder denken. Ich mag mich noch erinnern, als wir unser erstes Kind erhielten. Während der Nacht hat meine Frau das Weinen, das Schreien unserer Melanie immer zuerst gehört und ich habe einfach weiter geschlafen. Die Mutter spürt das Kind besser. Sie hat das Kind ausgetragen. Sie hat die Beschwerden der Schwangerschaften und die Schmerzen der Geburt ertragen. Und sie wird das Kind weiter unablässig im Herzen tragen. Ihr Gespür ist feiner als das Gespür ihres Ehemanns. Vielleicht kommt daher das jüdische Sprichwort: Gott kann nicht überall zugleich sein. Deshalb gab er jedem Kind eine Mutter. Unsere Welt braucht hingegebene Mütter. Sie braucht auch hingegebene Väter. Sie braucht Mütter und Väter, die einander lieben. Und das gibt dem Kind Geborgenheit und Sicherheit. Unsere Gesellschaft, Arbeitgeber, manchmal auch nahestehenden Menschen, üben manchmal falschen Druck aus auf Mütter. Macht ihr nicht etwas Richtiges? Warum hast du denn überhaupt studiert? Mütter, lasst euch nicht klein machen oder unter Druck setzen, wenn ihr zu Hause bleibt und für eure Kinder da seid. Ihr leistet einen wesentlichen Beitrag, damit Babys zu wunderbaren, reifen, guten Menschen heranwachsen. Sagt nicht, ich bin nur Mutter oder nur Hausfrau. Die Bibel lehrt uns auch, dass alles seine Zeit hat. Einen Teilzeitjob hat auch seinen Platz und das muss jede Familie selber entscheiden, wie sie das einteilen wollen. Im Neuen Testament wird auch auf die Wichtigkeit der Aufgabe der Mütter hingewiesen. Der Apostel Paulus schrieb Titus, einem sehr vertrauten Mitarbeiter, einen Brief. In den Hausgemeinden auf Kreta gab es verschiedene Probleme und so erhielt Titus den Auftrag, mitzuhelfen, die Gemeinden wieder auf gesunde Bahnen zu lenken. Und bezüglich der Ausübung der Mutterrolle gab Paulus Titus folgende Anweisung. Ich lese auch Titus Kapitel 2, Verse 3 bis 5. Die älteren Frauen fordere auf, ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und tratschen, noch sich betrinken, sondern in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. So können sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und anständig sind, ihren Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und sich ihren Männern unterordnen, damit Gottes Botschaft durch sie nicht in Verruf gerät. Titus wurde angeleitet, die älteren Frauen aufzufordern, den Jüngeren ein Vorbild zu sein und sie anzuleiten, ihre Rolle als Ehefrau und Mutter zu Gottes Ehre auszuüben. Somit möchte ich euch Frauen, die ihr älter und vieles selber durchlebt habt, ermutigen, euch dieser wichtigen Aufgabe zu stellen. Die Zeiten haben sich geändert. Und wir sind gefordert, uns damit auseinanderzusetzen, was die biblische Anweisung im Titusbrief uns heute zu sagen hat. Ich zitiere nochmals, Männer und Kinder lieben, besonnen und anständig sein, den Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten, sich den Männern unterordnen. Wir Männer sind gefordert, unsere Frauen
zu lieben wie Christus die Gemeinde. Das ist eine sehr hohe Messlatte. Wir sind gefordert, Rückgrat zu sein, unsere Ehefrauen zu unterstützen, eine Schulter zu sein, eine starke Schulter, dass sie die göttliche Liebe und Fürsorge ausleben kann. Ich wünsche euch Älteren und jüngeren Frauen gute Gespräche, ein gegenseitig offenes Ohr, wo ihr voneinander lernen könnt. Manchmal haben ältere Mütter mit anklagenden Gedanken zu kämpfen, dass sie ihrer Mutterrolle zu wenig gerecht geworden sind. Ja, wie soll ich denn da jüngere Frauen anleiten? Oder jüngere Mütter denken vielleicht, ich komme kaum mit 2 Kindern zurecht und die Älteren sind jeweils mit 6 Kindern zurechtgekommen. Wir machen alle Fehler und manchmal gelingt es uns nicht, so zu lieben und da so zu sein für unsere Kinder, wie es gut wäre. Auch wir Väter nicht. Und Mamis, die sich wünschen, alles gut zu machen, kommen auch an Grenzen. Welche Mutter hat sich nicht schon unzulänglich gefühlt, sich vorgenommen, geduldiger, liebevoller zu sein, kreativer, spektakulärer, so ein Allround-Paket zu sein für die Kinder? Wenn du eine Mama bist, dann vergiss nicht, Gott hat dir zugetraut, Mutter zu werden. Er hat dir Kinder anvertraut. Es ist ein Zeichen der Liebe Gottes, dass du trotz deine Schwächen und Grenzen Mama bist. Was macht eine gute Mutter aus? Ich komme auf Hanna zurück. Sie liebte ihren Samuel. Dass ihr eure Kinder liebt, dass sie da seid für eure Kinder und auch auf den Schöpfer hinweist, der sie erschaffen hat und die Beziehung zu Jesus vorlebt. Mütter und Großmütter, lasst euch nicht von Versagen oder einem idealisierten Mutterbild davon abhalten, Erfahrungen auszutauschen, einander zu ermutigen in euren Aufgaben als Mütter und Großmütter. Ich habe eine erfahrene Frau gefragt, die mehrere Kinder hat, wie sie alles unter einen Hut bringen konnte. Sie gab mir so sinngemäß folgende Antwort. Manchmal kann man das Kind auch zu fest ins Zentrum stellen. Alles dreht sich um das Kind. Alle Bedürfnisse sollten sofort gestillt werden. Alle Unannehmlichkeiten müssen aus dem Wege geräumt werden. Das führt zu Überforderung. Selbst Gott, der Liebe ist, der uns vollkommen liebt, der erfüllt nicht all unsere Bedürfnisse auf Knopfdruck. Er räumt nicht alle Unannehmlichkeiten aus dem Weg. In einer gesunden Familie ist niemand im Zentrum. Das ist vielmehr wie ein Kreis, wo jedes auch seinen Beitrag dazu leistet, dass es allen gut geht. Beide Eltern sind auch Teil dieses Kreises, tragen die Verantwortung für das Team und wenn das Kind dann erwachsen ist, lassen sie es los. Dieses Modell vom Kreis hat der Mutter geholfen, ihre Aufgabe als Mutter auszuüben. Noch ein Wort für Singles oder Ehefrauen, die keine eigenen Kinder haben. Ihr seid auch Mütter. Ich bin in Papua-Neuguinea aufgewachsen. Da hat es verschiedene ledige Frauen, die auch in der Organisation mitgearbeitet haben, mit unseren Eltern zusammen. Und sie haben sich mit Herz in ihren vielfältigen Aufgaben eingegeben. Sie hatten aber auch ein Herz für uns. Manchmal haben sie uns eingeladen zum Essen und dann durften wir Kinder ohne die Eltern zu den Frauen hingehen, waren eingeladen, durften mit ihnen spielen, mit ihnen lachen. Sie haben uns Aufmerksamkeit geschenkt. Zum Geburtstag
gab es manchmal Geschenke. Oder wenn sie uns getroffen haben, haben wir gemerkt, wie sie auf uns stolz waren. Singles, Ehefrauen ohne Kinder, ihr seid auch Mütter und ihr werdet geschätzt. Unsere Welt braucht Mütter. Unsere Welt braucht auch hingegebene Väter. Wie es auch Beschreibungen von Mamas gibt, gibt es auch Zeilen über Papas. Ein Papa liebt seine Kinder bedingungslos und steht ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. Er ist Beschützer, Motivator, Mutmacher in allen Lebenslagen und stellt die Bedürfnisse seiner Kinder vor seinen eigenen. Ein Mensch, der für jede Menge Rückhalt sorgt und immer für einen da ist. Er hat seine starke Schulter zum Anlehnen und ist einfach unersetzlich. Papas sind Alleskönner, Beschützer, Geschichtenerzähler, Aufpasser und das beste Vorbild. Aber auch als Hausmeister und Monsterjäger erledigen sie einen tollen Job. Ein Papa ist ein Superheld und Erfinder, ein echtes Goldstück und wie ein bester Freund. Auch ein sehr idealisiertes Bild. Und auch wenn wir Väter das Beste wollen für unsere Kinder, machen wir Fehler. Wir können nicht den perfekten Dad sein. Aber wichtig ist, dass unsere Kinder auch zu spüren bekommen, dass wir sie lieben. Der Psalmist vergleicht Gottes Liebe zu uns Menschen nicht nur wie die Mutterliebe, sondern auch wie die Liebe des Vaters zu seinen Kindern. Psalm 103, 13. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Mütter und Väter lieben ihre Kinder. Betreffend Mütter schreibt der Psalmist, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. In den Sprüchen steht mehrere Male, dass Vater und Mutter die Aufgabe haben, ihre Kinder zu erziehen, Weisungen und Werte weiterzugeben. Sprüche 1,8: Mein Sohn, hör auf deinen Vater und deine Mutter und schlag ihre Ermahnungen nicht in den Wind. Denn was du durch ihre Erziehung lernst, verleiht dir Würde und Anerkennung. Es schmückt dich wie eine schöne Halskette oder einen prächtigen Kranz. Die Erziehung deiner Eltern ist wie ein Licht. Sprüche 6,23. Ja, wir Eltern haben die Aufgabe, die Verantwortung, unsere Kinder so zu erziehen, dass sie bei Menschen und auch bei Gott Wohlgefallen finden. Welch ehrenhafte Aufgabe! Die Israeliten wurden angewiesen, auch ihre Kinder auf ihren Schöpfer hinzuweisen. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage, prägt sie euren Kindern ein. Das sind wunderbare Aufgaben, am Abend mit den Kindern zu beten, sich dem Schutz Gottes anzubefehlen, dem Gott, der nicht schläft und nicht schlummert. Meine Mutter hat uns jeweils Geschichten erzählt. Wir hatten auch Kassetten, wo wir immer wieder biblische Geschichten gehört haben. Und später haben sie unsere Kinder sich auch angehört. Immer wieder und immer wieder abgespielt. Und als die Kinder dann älter wurden, haben wir Kurzandachten gelesen mit Fragen, wo wir dann auch gemeinsam über verschiedene Themen austauschen konnten. Bei meinen Eltern habe ich gesehen, wie sie Halt, Trost, Wegweisung, Lebenssinn und auch Erfüllung in einer lebendigen, echten Beziehung
durch den Glauben an Jesus zu Gott pflegten. Und das hat mein Leben geprägt, positiv. Und da streben wir auch danach, das unseren Kindern vorzuleben. Gottes Wort richtet sich auch an Kinder. Hör auf deinen Vater und deine Mutter, denn sie haben dir das Leben geschenkt. Verachte sie auch dann nicht, wenn sie alt geworden sind. Gottes Wort ruft uns Kinder, auch wenn wir erwachsen sind, unseren Eltern Freude zu machen. Mache deinen Eltern Freude, Sprüche 23, 25. Fröhlich soll die Frau sein, die dich geboren hat. Das heißt nicht, dass wir genau gleich werden müssen wie die Kinder, dass wir den Traumjob ausüben müssen, den die Eltern wollen, oder das Instrument spielen, das die Eltern wollen oder ihnen gefällt. Es geht vielmehr um eine innere Haltung, dass wir unsere Eltern ehren, dass wir auf sie hören, dass wir sie respektieren, respektvoll miteinander kommunizieren. Und in den Sprüchen wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Dass wir Gott ehren. Weise Menschen sind für Eltern sowie auch für ihre Mitmenschen eine Freude, ein Segen. Jetzt zurück zu den Müttern. Wir feiern heute Mütter. Und da habe ich eine Rose mitgenommen, die ich euch Müttern gerne widmen möchte. Danke ganz herzlich für eure Aufgabe, eure Opfer, die ihr auch manchmal darbringt. Danke für eure Liebe, die ihr Kindern schenkt. Möge Gott euch ganz reichlich segnen. Muttertag ist nicht für alle einen Freudentag. Er kann auch aufwühlen. Vielleicht werden Erinnerungen wach von dem Verlust der Mutter, die durch eine Krankheit oder einen Unfall viel zu früh weggerissen wurde. Einige leiden vielleicht darunter, dass sie nie Mutterliebe erlebten, nach der sie sich sehnten. Es gibt ungewollte Babys, die es dann zu spüren bekamen. Babys, die aus verzweifelten Situationen liegen gelassen wurden. Mutter, die total überfordert waren. Deine Mutter hat vielleicht ein anderes Geschwister mehr geliebt als dich und das hast du gemerkt. Diese Situationen können das Bild der wunderbaren Liebe Gottes oder der Mutterliebe trüben. Aber Gott ist Liebe. Seine Liebe ist vollkommen. Seine Liebe übertrifft die Liebe der besten Mutter. Auch selbst gegenüber Gott kann es einem in den Sinn kommen, dass er uns vergessen hat. Jesaja 49, 14. Zion klagt: Ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. Doch Gott antwortet: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Gott spricht dir, Gott spricht uns zu, dass er uns niemals vergisst. Ich möchte noch einmal die Hauptpunkte erwähnen. Mütter, ihr seid ein Bild göttlicher Liebe und Fürsorge. Ihr habt eine ehrenhafte, wunderbare Aufgabe. Auch ihr Frauen ohne eigene Kinder. Erfahrene Mütter, steht den jungen Müttern bei. Väter, liebt eure Ehefrauen. Seid eine starke Schulter. Seid gemeinsam, Mutter und Vater, Vorbild für eure Kinder. Und dann die Gottesliebe, die vollkommen ist, die
die Liebe der besten Mutter überragt, von der dürfen wir leben. Psalm 131, 2. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist unser Schöpfer. Du hast uns im Leib unserer Mutter geformt. Du hast uns gewollt. Du hast uns deinen Sohn geschenkt, damit wir durch den Glauben an ihn ewiges Leben erhalten. Herzlichen Dank. Danke für meine Mutter. Danke für die Familie, in der ich aufwachsen durfte, wo sie den Glauben an dich vorgelebt haben. Segne meine Mutter, mein Vater, segne unsere Mütter, unsere Väter. Danke für alle Frauen, die keine leiblichen Kinder haben und doch mütterliche Aufgaben wahrnehmen. Erfülle sie mit Freude. Herr, ich danke dir herzlich für Mütter. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst in ihren wunderbaren, vielfältigen Aufgaben. Stärke sie. Hilf auch uns Ehemännern und Väter. Hilf uns, unsere Frauen und Kinder zu lieben. Unsere Frauen, wie du Jesus die Gemeinde geliebt hast. Hilf uns, eine starke Schulter zu sein. Und hilf uns, dass wir gute Vorbilder sein können für unsere Kinder. Wir wollen sie zu dir hinweisen. Ich bitte dich auch für Menschen, die aufgewühlt sind. Bitte dich, dass du sie tröstest. Du vergisst sie nicht. Lasse sie bei dir zur Ruhe kommen. Schenke Heilung. Ja, Herr, bei dir kommen wir immer wieder zur Ruhe. Bei dir sind wir geborgen. Bei dir ist unser Herz zufrieden und still. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lade euch ganz herzlich ein zum nächsten Online-Gottesdienst, der am kommenden Sonntag stattfinden wird. Der Herr segne euch.